Willkommen im nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen Grundlagen. Nun, im letzten Video haben wir gelernt, wie man positive und negative Zahlen im Dualsystem darstellt. Damit haben wir jetzt eine Möglichkeit, wirklich alles Mögliche in unserem Rechner zu speichern, weil wir eben alles Mögliche mit Zahlen auch darstellen können. Was uns jetzt aber immer noch fehlt, ist eine ganz wichtige Sache, die aus meiner Sicht jeder Programmierer verstehen muss. Und das sind die Gleitkommazahlen. Also wie kann man Gleitkommazahlen im Rechner abbilden? Warum das so wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir bei Gleitkommazahlen mit vermeintlich einfachen Rechnungen plötzlich unexakte Ergebnisse erhalten. Und das kann den einen oder anderen schon mal ein paar Falten auf die Stirn zaubern. Und genau, damit wir verstehen, warum das so ist, müssen wir uns jetzt eben die Mechanik dahinter mal etwas genauer anschauen. Also legen wir los. Also wir beginnen erstmal damit, unsere Gleitkommazahlen zu analysieren, beziehungsweise einigermaßen normiert darzustellen. Also normiert deswegen, wir brauchen eine einheitliche Darstellung, die wir überall gleich durchführen. Und diese Normierung, die wir uns jetzt anschauen, die kommt der Art und Weise, wie wir im Rechner Daten speichern wollen, einigermaßen entgegen. Für unser Beispiel habe ich jetzt mal den 29,75 gewählt. Und wenn wir das Ganze normalisiert oder normiert darstellen wollen, dann machen wir das üblicherweise in der Exponentialschreibweise. Und zwar trennen wir die Kommaposition von den Ziffern. Die Ziffern nennen wir Mantisse. Das sind also alle Zahlen, die jetzt sozusagen den eigentlichen Wert darstellen, und dann die Position des Kommas sprechen wir oder stellen wir mit Hilfe eines Exponenten dar. Dadurch geben wir sozusagen die Dimension unserer Zahl dann an. Gut, die Basis unseres Exponenten ist hier die Basis unseres Dezimalsystems, eben 10. Wenn wir dann später uns das Ganze für das Dualsystem anschauen, dann werden wir halt hier einfach die 2 verwenden. Aber ansonsten bleibt alles eigentlich gleich vom Konzept her. So, Basis ist 10 und damit können wir dann den Exponenten verwenden, der uns exakt die Position des Kommas darstellt. Das heißt, wenn wir jetzt hier die 1 haben, bedeutet das, wenn wir die Zahl ohne die Exponentialschreibweise hinschreiben wollen, müssen wir das Komma um 1 nach rechts verschieben. Wenn hier die minus 1 stünde, müssten wir es 1 nach links verschieben. So, die Mantisse muss normalisiert darstellen, damit das Ganze funktioniert. Und normalisiert bedeutet an der Stelle, dass wir vor dem Komma eine Ziffer brauchen, und zwar nur exakt eine Ziffer, und die darf nicht die 0 sein. Das brauchen wir später nochmal, diesen Ansatz. So, das heißt, hier haben wir genau diese Situation. Wir haben die 2 als einzige Ziffer vor dem Komma, 2 ist nicht 0, und dann kommt das Komma und alle anderen Ziffern, und das nennen wir dann die Mantisse, die eben normalisiert vorliegt. Diese Darstellungsweise hat einen immensen Vorteil. Und zwar können wir so beliebig große oder kleine Zahlen, also nicht beliebig, aber sehr viel größere und kleinere Zahlen darstellen, als wenn wir nur die Kommazahl, wie es ganz oben eben dargestellt ist, nutzen. Wir können jetzt quasi sagen 2,975 mal 10 hoch 20. Das heißt, wir müssen unser Komma um 20 Stellen nach rechts verschieben. Damit hätten wir eine sehr, sehr große Zahl. Wenn wir 10 hoch minus 20 hätten, hätten wir eine sehr, sehr kleine Zahl, also 0,000 und so weiter, bis wir dann bei der 2975 landen. Und genau sowas kennen wir ja auch im täglichen Leben. Wenn wir beispielsweise das Gewicht unseres Autos angeben wollen, dann sagen wir ja nicht, was weiß ich, 500.000, 1.500.000 Gramm, sondern wir sagen 1,5 Tonnen. Und 1,5 Tonnen ist nichts anderes wie 1,5 mal 10 hoch 6 Gramm. Und dass wir das mit diesen 10 hoch im täglichen Sprachgebrauch nicht immer nutzen müssen, haben wir dann einfach einen Begriff für das 10 hoch 6, und das sind dann im Gewichtsbereich die Tonnen. Kilo ist nichts anderes wie 10 hoch 3. Also Kilogramm, 10 hoch 3 Gramm. Und genau so machen wir das jetzt hier bei unserer Computerdarstellung der Zahlen genauso. So, bevor wir uns an das Dualsystem machen,
Müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie können wir denn unsere Zahlen mathematisch analysieren? Vielleicht erinnert ihr euch an die Einführung der verschiedenen Zahlensysteme. Da habe ich was Ähnliches gemacht. Da habe ich erstmal im Dezimalsystem versucht, die Zahlen zu analysieren und habe das Ganze dann entsprechend im Binärsystem auch gemacht. Und genau das machen wir jetzt hier auch. Wir sehen uns unsere Zahl 29,75 mal wieder an. Unser Ziel ist es jetzt, die einzelnen Zahlen mathematisch zu extrahieren. Also die einzelnen Ziffern, besser gesagt. Jetzt kann man wieder sagen, ja klar, das sehe ich doch hier auf den ersten Blick, das ist richtig, aber wir wollen das mit einem mathematischen Werkzeug tun, damit wir dann dieses Werkzeug auch im Dualsystem anwenden können, wo wir ja nicht so firm sind wie jetzt in unserem Dezimalsystem, was wir täglich nutzen. Gut, wir nehmen uns erstmal die Vorkommastellen zur Brust. Wir wollen jetzt die 9 heraustrennen. Und wenn wir das tun möchten, dann können wir Folgendes tun. Wir dividieren die 29 durch 10, verwenden aber nur ganze Zahlen, so wie wir das mal in der Grundschule gelernt haben. Das Ergebnis von dieser Rechnung ist 2. Jetzt fehlt aber noch was. Und zwar der Rest der Division. Und der ist genau 9. Auf die haben wir es ja abgesehen. Wir werden bei den Operatoren, wenn wir dann später in die Programmierung einsteigen, noch sehen, dass es genau für diesen Rest einen eigenen Operator gibt, der heißt Modulo. Aber das gucken wir uns dann später nochmal an. So, wir haben jetzt die 9 extrahiert und arbeiten uns nach links weiter. Unser Divisionsergebnis war ja die 2, also rechnen wir hiermit weiter. Im Prinzip hat sich durch die Division durch 2 ja nur das Komma um 1 nach links verschoben, wodurch wir das Ergebnis 2er bekommen haben. Und jetzt können wir wieder sagen, 2 geteilt durch 10 ist 0, Rest 2. Also wir haben jetzt die beiden Ziffern 9 und 2 extrahiert. Es ist kein Rest übrig geblieben, also passt alles soweit. Jetzt müssen wir uns um die Nachkommastellen kümmern. Da würde jetzt die 0,75 stehen und jetzt müssen wir hier die 7 extrahieren. Um das zu tun, machen wir jetzt Folgendes. Wir multiplizieren die 0,75 einfach mit der Basis, mit der 10. Das ergibt dann 7,5. Und hier nehmen wir uns die Zahl vor dem Komma, nämlich die 7 heraus. Was nun übrig bleibt, ist die 0,5. Hiermit machen wir wieder genau das Gleiche. Wir multiplizieren mit 10 und erhalten die 5,0. Also wir nehmen die 5 raus und der Rest ist jetzt die 0. Somit haben wir alle Ziffern extrahiert. Soweit, so gut. Wir haben also bewiesen, dass 29,75 aus den Ziffern 2, 9 vor dem Komma und 7, 5 nach dem Komma besteht. So, ich habe das schon angedroht. Was jetzt folgt, wir machen genau das Gleiche wieder. Allerdings jetzt für die Basis 2, weil unser lieber Rechner ja nur zwei Finger hat, sprich mit zwei Ziffern arbeiten kann und dann dementsprechend das Zweier- oder Dualsystem benötigt. Wir beginnen wieder mit unserer 29,75. Ich schreibe die Zahl jetzt nicht im Dualsystem, da wir ja gelernt haben, dass die verschiedenen Zahlensysteme lediglich eine unterschiedliche Sprache für die Darstellung ein und desselben Sachverhalts ist. Mit anderen Worten, ob ich jetzt die 29 hier hinschreibe oder die 11101, ist komplett egal. Die mathematischen Rechnungen bleiben die gleichen. So, in der letzten Zerlegung unserer Zahl haben wir ja die Basis 10 verwendet, um die Ziffern zu extrahieren. Und nun verwende ich die Basis 2, weil wir ja eben im Dualsystem arbeiten. Welches Zahlensystem ich hier verwende, es steht mir ja frei. Also kann ich jedes beliebige nehmen, also die 2. Nun exerziere ich wieder exakt die gleichen Schritte wie vorher, aber mit der Basis 2. Ich dividiere also die 29 durch 2. Ich erhalte 14 und der Rest ist 1. Dies ist somit die rechte Stelle meiner Binärzahl vor dem Komma. Gehen wir zur nächsten Stelle. Wir hatten ja die 14 als Divisionsergebnis, welches wir nun wieder mit der 2 dividieren müssen. Das Ergebnis ist 7, Rest 0, welche wiederum als nächste Ziffer verwendet wird. Mit der 7 verfahren wir weiter, was als Ergebnis die 3 ergibt. Und erhalten wieder eine 1 als Rest. Die 3 dividiert durch 2 ergibt 1,
noch erst 1 und schließlich dividieren wir die 1 auch durch 2, was 0 ergibt. Also wir sind am Ende unserer Rechnung und 1 als letzte Ziffer für unsere Binärzahl vor dem Komma. So, also soweit, so gut. Wir haben sozusagen die binäre Darstellung unserer 29 festgestellt. Nun kümmern wir uns wieder um die Stellen nach dem Komma. Wir gehen wieder genauso vor wie beim Dezimalsystem, aber eben mit der 2. Das heißt, wir multiplizieren jetzt hier die 0,75 mit 2 und erhalten somit die 1,5. Also jetzt extrahieren wir die Zahl vor dem Komma, das ist die 1, und die wandert jetzt entsprechend hinter das Komma. So, dann bleiben 0,5 übrig. Die multiplizieren wir auch wieder mit 2 und erhalten als Ergebnis die 1,0. Die 1 wandert wieder hinter das Komma und wir sind fertig, weil wir in unserer untersuchten Zahl nun keinen Wert hinter dem Komma mehr haben. Das heißt, wir haben keinen Rest mehr. Unsere Zahl ist also die 111011,11 als Dualzahl. Wenn wir diese nun noch normalisieren wollen, dann kommt hier die 1, also eine Zahl ungleich 0 vor dem Komma, also 1,110111 mal 2 hoch 4 heraus. Wir haben ja das Komma jetzt hier um 1, 2, 3, 4 Stellen verschoben. Dies wird nun im Speicher als Bitmuster abgelegt. Je nach Art und Weise, wie im System oder im Speichermechanismus es festgelegt wurde, sind einige Bits für die Mantisse reserviert, wobei die erste 1 ja eigentlich nicht gespeichert werden muss, weil es im Dualsystem ja immer die 1 ist. Wir haben ja gesagt, vor dem Komma steht immer eine Ziffer ungleich der 0. Beim Dualsystem bleibt jetzt nur noch die 1 übrig und da muss ich diese 1 auch nicht wirklich speichern. Gut, dann brauchen wir eine bestimmte Anzahl von Bits für den Exponenten und noch das Vorzeichen für die Mantisse als Bit. Beim Exponenten wird das Vorzeichen ein bisschen anders gesetzt als beim Zweierkomplement, wobei das an dieser Stelle für unser Verständnis hier nicht wirklich wichtig ist. Und damit haben wir jetzt das Grundkonzept verstanden, wie wir Gleitkommazahlen darstellen können. So, jetzt schauen wir uns nochmal das gleiche System an. Allerdings mit einer anderen Zahl. Und zwar mit der 29,7. Ich habe einfach die 5 hinten weggelassen. Da die Vorkommastellen identisch sind, brauchen wir diese jetzt nicht mehr zu berechnen, sondern schreiben die entsprechend gleich hin. Und jetzt machen wir für die Nachkommastellen wieder das gleiche wie vorher. Wir multiplizieren die 0,7 mit 2 und erhalten die 1,4, womit wir als erste Nachkommastelle ja die 1 identifiziert haben. Und die übrig gebliebenen 0,4 multiplizieren wir wieder mit 2 und erhalten 0,8, weshalb die nächste Dualziffer die 0 ist. 0,8 wird wieder multipliziert mit 2, das ergibt 1,6. Und wir haben die nächste Dualziffer identifiziert. 0,6 mal 2 ist 1,2. Das macht 1 als nächste Ziffer. Und als Rest haben wir jetzt 0,2, was wir wieder mit 2 multiplizieren und erhalten jetzt als Ergebnis 0,4. Und die nächste Dualzahl ist dann die 0. So, jetzt haben wir aber die 0,4 schon mal gehabt. Das heißt, wir müssten jetzt hier eigentlich wieder genau dort weitermachen, wo wir schon mal waren, nämlich hier oben. Das heißt, dass wir jetzt als Ergebnis eine periodische Zahl erhalten haben. Das heißt, die 29,7 lässt sich im Dualsystem nicht als normale Zahl darstellen, sondern es ist eine periodische Zahl. Periodische Zahlen hören ja von der Länge her nie auf. Das Problem beim Rechner ist aber, dass er nur eine begrenzte Zahl von Bits für diese Ziffern hat. Ja, und diese begrenzte Anzahl von Bits bedeutet, dass er dann am Ende des Tages einen Rundungsfehler machen muss. Und das ist dann tatsächlich ein Fehler, den wir auch in Rechnungen wiederfinden.
Für viele Zahlen kann er mit Hilfe von Rundungen diese Ungenauigkeit kaschieren, aber wir werden uns gleich mal anschauen, wie wir eben sehen, dass diese Ungenauigkeiten tatsächlich da sind. Um das nachzuvollziehen, habe ich mal wieder ein kleines Programmchen geschrieben. Wie im letzten Video gilt auch, die Details gucken wir uns dann nochmal später an. Ich erkläre hier nur das, was wirklich entsprechend wichtig ist. Das Grundgerüst, das haben wir im Prinzip genauso wie dem letzten Video, wo wir uns ein bisschen Code angeschaut haben. Mir geht es jetzt aber hier im Prinzip auf die Fokussierung auf die Gleitkommazahlen, die eigentlich Gleitpunktzahlen heißen müssten, weil wir beim Programmieren kein Komma für den Trenner haben, sondern einen Punkt. Aber ich glaube, das kriegen wir gebacken. So, was machen wir? Wir erzeugen uns eine Variable, welche Gleitkommazahlen speichern können. Und in diesem Programm, das in Java geschrieben wurde, verwenden wir hier den Typ Double. Das ist halt einfach ein Datentyp. Details folgen später für Java. Und in dieser Variablen legen wir jetzt die Zahl 29,7 oder Punkt 7 hier ab. Danach erzeugen wir eine stinknormale Konsolenausgabe. Und was wir hier machen, wir multiplizieren diese Zahl mit sich selbst. Das heißt, wir quadrieren die Zahl. Das zu erwartende Ergebnis wäre hier eigentlich 882,09, also 882,09. Also, was machen wir? Wir kompilieren das Programm und wir starten es. Und danach sehen wir auf der Konsole ein überraschendes Ergebnis, welches nicht mit unserer Erwartungshaltung übereinstimmt. Durch diese periodischen Nachkommastellen ist das errechnete Ergebnis nicht exakt. Der Fehler ist mit 0,000000 und so weiter 1 zwar sehr klein, aber er ist vorhanden. Wir lernen also, dass Gleitkommazahlen im Rechner nicht exakt sind, was speziell bei Datenanwendungen problematisch ist. Stellt euch vor, ihr habt einen Kontoauszug von eurer Bank bekommen und es steht hier anstatt 882,09 € 882,089999. Also da würdet ihr vermutlich ein bisschen das Vertrauen in der IT eurer Bank verlieren. Aber das ist grundsätzlich mal ein Problem, mit dem wir hier auch irgendwann mal umgehen müssen. Wie gesagt, wenn wir uns etwas tiefer mit den Datentypen beschäftigen, dann werden wir nochmal sehen, wie wir mit solchen Problemen umgehen können. So, ich gratuliere. Die wichtigsten Grundlagen haben wir jetzt verstanden. Im nächsten Video werden wir uns jetzt die Grundlagen zum Thema Aufsetzen der Entwicklungsumgebung anschauen und da werden wir auch schon ein kleines Programmchen schreiben. Nichts Großes, aber zumindest werde ich euch dann anleiten, wie ihr eure Umgebung so weit aufsetzt, dass ihr etwas kompilieren und ausführen könnt, um eben zu beweisen, dass eben eure Umgebung soweit steht. Und dann können wir tatsächlich in die einzelnen Programmelemente reingehen oder Programmierelemente reingehen. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal.